Okay. Das Südtor ist gefallen. Wo ist unser Dienststab? Wird überrannt werden. Bring diese Menschen zu den Schiffen. Ja, Herr. Oh Gott, dieses Leid überall. Nur wegen diesem Bastard. Ich muss den Hafen erreichen. Gibt es einen anderen Weg? Ja, Herr. Durch diese Armensiedlung dort. Okay. Was hat dieser Penner nur gemacht? Eine ganze Stadt und wofür? Für seine Ehre? Ganz ehrlich, Bastard ist das. Oh Mann. Die Briten kommen! Die Briten kommen! Das hab ich schon mal gehört. Und nicht in diesem Spiel. Ich werde diese Schweine selbst aufhalten. Moment, hier wird alles untersucht. Okay, hier ist nichts. Wo rennen die weg? Hier ist noch nichts. Schützen! Unten bleiben! Hä? Hallo, jemand zu Hause? Was? Ah, eine Konik. Willst du nicht helfen, Marius, oder so? Du lebst noch. Hallo. Marius. Ah, eiskalt, der Bengel. Eiskalt. So. Wieso greifst du mich an? Ich dachte, du warst am Oh nein. Oh nein. Zahnstocher, Heini, ey. Verzieh dich doch. Alter, leck mich doch. Zuerst Mopsi ausschalten. So. Einer erledigt. Oh nein. Alter, leck mich. So. Endlich. Ich hasse diesen Bastard, ne? Ich hasse ihn so sehr, dass ich die ganze Zeit falsche Knöpfe drücke. Ganz Kombi verkackt. So, EP. Also, hier ist eine Leiter, ne? Aber das ist auch noch ein Weg, glaube ich, ne? Nee, hier ist nichts. Okay, dann auf zur Leiter. Überall Tote. Schalte die barbarischen Bogenschützen aus. Werde ich wohl hinkriegen, Kollege. Werde ich wohl hinkriegen. Und hier kommt der Centurio, um den Römern den Tag zu retten. Schickt ihn auf den Grund der Us. Bam! Was? Da überlebt er eiskalt. Oder doch nicht? Nein, er ist umgefallen. Ich meine, das sind so viele Römer da hinten. Und ich drücke schon wieder die falschen Tasten. Entweder bin ich ich bin farbenblind. Wer kann ich das mir nicht erklären? Achso, das sind gar nicht so viele Römer. Ich dachte, es wären mehr Römer gewesen. Oh, da springt er jetzt runter und sonst abgeworfen. Naja. Ist ja auch egal. So, einer ist hier noch. So, mal gucken, ob ich die richtigen Farben kann. Ah, schon viel besser. Schöne, fette 10er-Kombo. Apropos, wie viel Kohle haben wir eigentlich? Fähigkeitenverbesserung. Fokus, Zuwachs, Kampf. Gesundheit haben wir, glaube ich, schon fast maximal. Dafür muss ich erstmal aufsteigen. Fokus, ist das wirklich notwendig? Ach komm, weißt du was? Man hat ja gesehen, Fokus ist wirklich nützlich in diesem Spiel. Also sollte ich es nicht abbauen? Abbauen? So wie hier bei Minecraft oder was? Aufbauen. So, hier noch einen rein. So, dann kaufen wir die beiden noch. Und dann sind alle auf dem richtigen Stand. Und eventuell kann ich mir, doch noch was kaufen. Zuwachs, nein. Was ist das? Ja, Kapazität, komm, was soll's. Es ist billig. Und ich habe das Geld. Und somit haben wir das eigentlich fast vollständig fertig, ne? Ich brauche jetzt nur noch 90.000, 120.000. Okay, nur noch ist, ja, schlecht gesagt, aber naja, was soll's. So.
Und du? Hier lang oder was? Ah, okay. Was ist das denn für einer? Ach so, das ist ein Bärenpelz. Ich dachte, der hat eine übelste Glatze gehabt. Also übrigens einer von diesen komischen Geweihtypen. Nur dass er jetzt einen Bär halt auf hat, ne? Aber wir kennen den ja, den Riesenknüppel. Mit seinem riesen Penis. Uah. So. Jetzt habe ich dich, du kleine Ratte. Du kleiner Bär. Je nachdem, was du bevorzugst. Aber erstmal musst du krepieren. Alter. Du hältst ein bisschen zu viel aus für mich, mein Freund. Verzieh dich. So. Guck dir mal an, wie groß die Bastarde sind. Noch mehr? Oh, er hat mich nicht gesehen. Zack. Und du fällst, glaube ich, ins Wasser. Naja, schade. Oder auch nicht. Naja. Aber Hauptsache, kriege ich das jetzt langsam mal mit den Farben hin. Da fahren meine Leute. Ich will mit. Komm schon. Ja, ich versuch's doch. Ach du Scheiße, hier brennt das auch noch. Marius, das überstehst du schon. Ich bin auf dem Weg. Halte durch. Muss ich da runterschubsen? So. Habe ich dir jetzt geholfen? Oder? Ja, okay. Hier komme ich nicht lang, ne? Nee. Shit. Vielleicht hier lang. Das muss schweineheiß in diesem Haus sein hier. Kein Wunder, dass Marius langsam geht. Er will, glaube ich, auch nicht verbrennen. Er muss sein Gesicht schützen. Außerdem wird die Stahlrüstung bestimmt richtig heiß. Alter Schwede. Kein Römer kommt hier lebend raus. Was? Warum? Ich sehe hier niemanden. Hä? Soll ich jetzt hier rein? Verwirrung pur? Ah, okay. Er hat sich immer gelohnt, zurückzukommen. Eine neue Schriftrolle. 9 von 27 schon, aber ich denke mal, in diesem Let's Play werden wir nicht alle finden. Das mache ich dann asozial, wie ich bin, alleine. Ah. Hä? Sollst du hoch, Marius? Willst du da nicht irgendwie hoch oder so? Oh! Eine Krone eingesammelt, sauber. Aber. Ah, da geht's lang, okay. Gut, dass es hier die kleine Hilfestellung gibt. Oh, scheiße, ich wollte ihn doch. Nein! Naja, muss ich ihn halt zusammenschlagen. So. Bleibt nur noch einer. Aber wie schön, dass das Schiff auf mich wartet, bis ich weiterkomme, ne? Anstatt mich irgendwie mal aufzusammeln oder so. Könnte ich auch mit Speeren nach denen werfen. Aber nein, ich muss ja hinterherlaufen. Oh nein, nicht Zahnstocher ein, ey. Fick dich. Oh, das sind zwei von denen. Das ist jetzt echt nicht wahr, ne? So, aber den ersten habe ich auf jeden Fall. Jetzt kommst du! Du kleiner Tölpel. So. Oh, da kommt noch mehr, Alter. Erstmal schön den Arm abschneiden. Und dann den Rest geben. Und dann die falsche Taste drücken. Oh, Mopsy, nein. Muss das sein? Au, au. Das war nicht nett. Lass mich doch wenigstens mal einfokussieren, ey. Geht doch.
Au. Das muss sau wehtun. Oh, toll, ich will abwehren, ey. Hau ab, Mopsi. Ich hab zu tun. Ich spiel erstmal mit dir alleine, ich bin gleich da. So. Und jetzt kommst du dran. Darauf hast du dich bestimmt schon gefreut, ne, Mopsi? Boah, einmal durchs Gesicht geschnitten. Krass. So, und nun? So viel Tod. So viel Blut. Ja, und für was? Für so einen kleinen Tölpel, der gefangen genommen wurde, den wir dann gerettet haben. Eigentlich ist es unsere Schuld. Wir hätten ihn nicht retten sollen. Vitalion ruft zum Rückzug. Wir müssen zurück zum Gerichtsgebäude. Herr, wir stecken hier fest. Ihre Schützen haben sich verschanzt. Diese Barbaren wollen einfach nicht aufgeben. Lasst mich nur machen. Los, Männer! Zeigt ihnen die Stärke unserer Schilde und die Schärfe unserer Klingen. So. Okay. Och, du Schilder, kommt's. Ihr kriegt mich nicht. Na, schießt. Schießt doch. Okay, kann ich die jetzt schon treffen? Oh, immerhin ein paar. Okay, fuck, einen Mann haben wir verloren. Wow. Und jetzt geht's richtig ab. Was? Da lebt noch einer. Okay, perfekt. Ich glaube, das waren sie jetzt alle. Mir schaut Übles. Ihr da! Treibt alle Überlebenden zusammen und zieht euch zurück! Der Rest hält diese Brücke zum Rückzug offen. Ich suche Vitalion beim Gerichtsgebäude. Okay, auch zum Gerichtsgebäude. Wollen wir mal Vitalion helfen? Aber wo soll die sein? Ich denke mal hier lang. Halt, Moment. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Die kleinen Wiesenschweine packen ja alles so in kleine Ecken und Ritzen. Da, da. Ne, das war ein Speer. Ich hätte schwören können, hier wäre irgendwas. Hier ist eine Leiter. Verarschen oder was? Ah, super. Von hier kam ich gerade. Ach Gott. Aber hier ist doch noch irgendwas, oder? Oder? Ach komm, hier muss doch irgendwie eine Schriftrolle sein oder so. Ach komm. Naja. Dann mal schnell zu Vitalion. Und ihm zur Seite stehen wie ein echter Bruder des Krieges. Aber ich muss natürlich alles untersuchen, sonst komme ich nicht drauf klar. Aha, ist hier irgendwas? Da, eine Chronik. Sehr nice. Und jetzt wollen wir mal schauen. Hier ist eine Leiter. Oh. Und eine Sehenswürdigkeit. Das ist schon mal gut. Ich sag's ja, die verstecken alles in den Ecken, weißt du? Diese brillanten Schweine. Hauptsache, man findet nichts. Das Gerichtsgebäude. Auf geht's. Öffnen wir Vitalion, aber zuerst untersuchen wir die Gegend. Käfige. Vor allem, was mich hier ein bisschen bestürzt, sind aufgebrochene Käfige. Okay. Und dem scheint es auch nicht so gut zu gehen. Tod und Leid überall. Was ist hier passiert? Krass. Ernsthaft? Hier kommst du nicht vorbei, Römer. Was bist du denn? Gandalf oder was?
Ja, der andere hat einen Bär und der hat hier einen Wolf, ne? Spielt ihr gerne Fasching, ja? Oder habt ihr Halloween? Ich zeig dir mal, wovor du Angst haben solltest. Uah! Na. Schön in die Eier. Kastriert haben wir den Wolf. Oh, richtig schön mal aufs Fressbrett. Oh ne, das ist auch ein Bär. Nur der ist halt grau. Ihr schreit.